Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde der gepflegten Klemmbausteinbaukunst. Und zwar heute zur Sluban Titanic M38B0576. Und zwar ist das ja, wie gesagt, eine Titanic. Ich meine, wir alle kennen die Titanic von Kobe. Ich meine, da haben wir ja die große, die mit fast 3000 Teilen, die 1916 Titanic von Kobe. Dann haben wir die Special Editions mit knapp 1000 Teilen mit Eisberg dazu, die 1927. Und dann hat Kobe auch noch eine kleine Titanic mit 600 Teilen. Das ist die 1914A. Und ich muss ja sagen, so eine kleine Titanic hat Kobe nicht im Angebot. Ich meine, die Kobe Titanic ist unerreicht bisher, würde ich sagen. Aber manchmal hat man ja nicht so viel Knete in der Tasche. Und gerade die Titanic ist so ein Ding, wo auch in Beziehungen mal da das Klemmbausteinmodell akzeptiert wird. Wo sonst heißt du und der Quatsch, bleib mir damit weg. Eine Titanic, da sind manchmal dann die Leute zufrieden und stellen sie sich eben doch mit ins Haus. Dementsprechend möchte ich mal schauen, ob es hier auch mit 148 Teilen von Sluban eine ganz gute Alternative gibt. Ich brauche sowieso mal wieder was Entspannteres von der Teileanzahl her, nachdem ich jetzt von Bellody diesen 1900 Diamond Blocks Teilehund gebaut habe. Oder den Husky. Dementsprechend, ich hoffe, dass ich hier ein bisschen entspannen kann bei den wenigen Teilen und dass es nicht so grausam wird wie von Sluban das Atomic U-Boot. Aber reden wir nicht drüber. Ich meine, das ist eine neue Chance, neues Glück. Dass die Packung so aussieht, wie sie aussieht, ist nicht Sluban schuld, sondern ist schuld vom Händler, der über Amazon das Ding verkauft hat und dann auf die tolle Idee gekommen ist, keine Umverpackung beim Versand dran zu machen. Und die so zu schicken. Damit ist natürlich Sammlerstückverpackung komplett für den Arsch. Dementsprechend ist das auf jeden Fall schon ärgerlich. Da werde ich mich auf jeden Fall auch noch beschweren. Ich meine, wenn dann die Verpackung hier so aussieht, ja gut, dann war's das, wisst ihr. Hier auf der Vorderseite sehen wir auf jeden Fall die Titanic. Hier oben sehen wir nochmal die Titanic und ihren Sockel. Hier haben wir ein paar Funktionen, die natürlich halb überklebt worden sind. Dann haben wir auf dieser Seite nochmal die Titanic von vorn. Und die andere Seite kann ich euch jetzt so nicht zeigen, leider. Da helfe ich mir jetzt mal aus mit einem kleinen Kniff. So, hier ist nämlich das Versandetikett drunter. Und da sind Daten drauf, die euch nichts angehen, ehrlich gesagt. Und hier sehen wir einfach nochmal die Titanic auf ihrem Ständer und die Funktion zusammengeklappt. Und hier oben würde wahrscheinlich nochmal Titanic stehen, wenn der Versender nicht so ein Idiot gewesen wäre. Auf jeden Fall mache ich jetzt das Ding auf. Wir gucken uns die Teile an. Und wie immer, ich baue es auf und sage dann meine Meinung. Ich würde sagen, das wird ein riesiger Spaß. Und fangen wir doch jetzt einfach damit an. Und wir haben jetzt hier drei Tüten drin. Einen Werbeblock, den ich jetzt nicht nochmal extra zeige, weil wir das schon öfters gesehen haben in den Videos. Und hier die Anleitung zur Titanic, die dieses Mal auch sauber gefalten ist. Man mag es kaum glauben. Ich mache sie mal auf, gucken wir uns das an. Ich glaube, sie sind sich da nun wahrscheinlich treu geblieben und grauen wieder aus. Genauso wie Kobi eben. Haben hier wieder die Colors gezeigt und wieder diese merkwürdige Bauart, meine ich, dass man jetzt alles einzeln baut, oder? Ja, genau, man baut den Stand einzeln, dann baut man hier nochmal einzeln. Aber gut, damit kommt man schon klar. Das ist jetzt nicht das Problem. In den Tüten sehen jetzt die Teile ganz gut aus, muss ich sagen. Hoffentlich wird sich der Eindruck so bestätigen. Das würde mich sehr freuen. Und dann mache ich jetzt die Tüten auf, baue schon mal los und wir sehen uns dann wahrscheinlich das erste Mal bei Bauschritt 3, weil dann der Stand fertig gebaut ist. Viel Spaß dabei auf jeden Fall. Und ich habe jetzt einfach schon mal alle drei Teile fertig gebaut, weil es hätte jetzt an und für sich keinen Sinn gemacht, das jetzt wie in den anderen Videos so Bauschritt um Bauschritt um Bauschritt zu zeigen, weil es sind nun mal wenige Teile und vor allen Dingen sind die in drei Bauabschnitte mehr oder weniger geteilt, die jetzt nicht von den Tüten sortiert sind. Aber man baut eben dieses Teil hier oder diesen Stand einzeln in einem Bauschritt. Man baut quasi diesen Unterteil der Titanic in einem einzelnen Bauschritt und man baut dann hier oben dieses ganze Deko-Teil einzeln oder dieses Deck von der Titanic und die Schornsteine und blabliblub, das ganze Zeug baut man halt auch in einem Bauschritt. Ich werde jetzt auf den Stand, auf den Bug und auf das Deck einzeln eingehen. Im Endeffekt in der Reihenfolge, wie es gebaut wurde, ob es Spaß gemacht hat, wie die Teile waren, weil das schon auch ein bisschen unterschiedlich ist. Angefangen hat es ja mit dem Stand, der wird glaube ich in vier Bauschritten gebaut oder fünf, nagelt mich bitte nicht drauf fest. Hat viel Spaß gemacht. Die Teile funktionieren sehr gut, haben eine ordentliche Qualität. Wir haben nur wenige Kratzer. Das hier soll so matt sein, tatsächlich. Also das ist jetzt nicht falsch. Das ist tatsächlich, es soll einfach so matt sein. Und ist jetzt nicht verkratzt oder ähnliches. Nur hier haben wir mal einen kleinen Kratzer. Wir haben natürlich ein paar Flecken, wo man drauf fasst. Man hat es hier ein bisschen
einen offensichtlichen Angriffspunkt. Aber sonst, die Teile machen Spaß, die Klemmkraft ist gut, das Bauen macht Spaß, es hat sich jemand was dabei gedacht, wie es gebaut wird. Und hier uneingeschränkt, Bauspaß ist da, Daumen hoch für diesen Stand. Kommen wir dann mal zum Bug. Warum sage ich Bug? Ich bin auch dumm, oder? Rumpf. Kommen wir mal zum Rumpf. Der Rumpf hat eingeschränkten Bauspaß. Man baut im Endeffekt als erstes dieses Element hier, was so mittig ist, die ganze Zeit weiter hoch. Und da hast du hier im Endeffekt wie zwei Steine, immer die verschiedenen Noppen in die verschiedenen Richtungen. Das ist alles noch unproblematisch. Da sucht man zwar ein bisschen, bis man dann den richtigen Stein hat und eben die richtige Plate und bla und bli und blub. Aber das ist alles noch unproblematisch. Problematischer wird es dann erst, wenn man hier die Ränder drauf machen soll. Weil diese Ränder werden im Endeffekt hier, also natürlich mit diesen Formteilen gelöst. Und dann hast du hier einmal, ich glaube, 8er Plates und bei dem einmal 10er Plates. Und die werden eigentlich nur befliest. Und dann wird das hier drauf gesteckt. Dann sind hier wie Jumper Plates außen. Und da drückt man das drauf. Und da gibt es ein paar Spannungen. Das funktioniert nicht auf Anhieb perfekt. Da muss man ein bisschen drücken. Da muss man ein bisschen würgen, teilweise auch. Das ist nicht so schön. Wenn es dann aber drauf ist, ist es bombenfest. Sieht gut aus. Und dementsprechend baumäßig ist da Platz nach oben. Wahrscheinlich ist da ein bisschen Spiel gewesen in der Produktion, passformmäßig. Und deshalb gab es die Probleme. Aber es hat den Bau an und für sich jetzt nicht zerstört. Es hat trotzdem weiteren Spaß gemacht. Und man hat im Endeffekt hier unten Jumper Plates. Und hier Jumper Plate-Aufnahmen oder Noppen, um sie dann eben auf den Stand drauf zu machen. Das können wir auch einfach mal machen. Im Endeffekt. So, dann muss ich jetzt natürlich, ihr wisst ja, das ist jetzt schwierig, aber die Hand ist wieder ein bisschen da. Ist zwar jetzt noch ein bisschen eingeschränkt vom Arm, aber ich kann sie mal mit benutzen. Und dann stellt man das hier drauf. Und dann hat man im Endeffekt hier den Rumpf der Titanic schon mal mit dem Stand fertig. Und dann baut man ja hier oben das Deck und die Schornsteine und die verschiedenen Etagen und eben das ganze Deko-Gefuddel. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Das sind auch ein paar Bauschritte dabei, die einen erstmal überraschen. Zum Beispiel sind hier wie Klappgelenke drin, die eben dieses Dreiecksmäßige hier lösen. Die kann man klappen, wie man möchte. Hat Spaß gemacht. Dann hat man hier natürlich sehr viel Deko. Man arbeitet hier mit den Fliesen. Das macht sehr viel Spaß. Hat auch keine Probleme gegeben. Die Teilequalität ist hier ungewöhnlich gut fürs Lubern. In dem Sinne da einen großen Daumen hoch. Und dann die Schornsteine sind noch interessant. Die Schornsteine sind nämlich auch im Endeffekt klappbar gelagert mit solchen Klappgelenken, um diese typische, also ich, um dieses typische, diesen typischen Neigungswinkel der Schornsteine hinzubekommen. Und ich finde, das ist sehr schön gelöst für so wenig Teile. Da haben sich Leute Gedanken gemacht und dafür gibt es immer einen Daumen hoch. Und das ist auf jeden Fall top. Das Einzigste, was hier ein bisschen fummelig ist und wo man auch aufpassen muss, dass es mal wieder abfallen könnte, sind diese Stäbe hier, die im Endeffekt dann dieses Seil halten. Das ist, wenn dann das Seil gespannt ist, kein Problem. Wenn man aber noch davor ist, sind die ein bisschen instabil. Das Seil hält die dann quasi mit, wenn man es ordentlich spannt, dann ist alles super. Und sonst muss man aufpassen, dass man es nicht immer wieder runterreißt. Und das ist dann ein bisschen unglücklich gelöst teilweise, weil man die baut, bevor man das gefliest hat. Und deshalb kann es da öfters mal passieren, dass die abfallen. Ich würde es einfach andersrum machen. Ich würde erst das hier oben fließen und dann diese Mäste hier auf. Mäste, alles klar. Und dann den Mast hier aufspannen. Genau. Dann ist hier wieder dasselbe. Dass das natürlich hier draufgesetzt wird, da ist ein mini kleiner Kritikpunkt, dass man oder dass es nicht direkt klar ist, wie man es draufsetzen soll. Das ist auch aus der Anleitung nicht zu sehen. Das hätte man besser lösen können. Das ist nochmal so ein Wink mit dem Zaunpfahl ans Luban. Macht euch da bitte den Kopf, wie ihr das besser lösen könnt. Aber dann, wenn es eben dann vollkommen auf dem Stand steht, bin ich sehr zufrieden damit. Natürlich, es ist ein sehr kleiner Maßstab. Da kannst du nicht erwarten, dass die Titanic hundertprozentig abgebildet ist. Aber gerade für sowas, wie ich eigentlich das U-Boot benutzen wollte, um das mal vor den Bildschirm zu stellen, vor den, der auf dem Standfuß steht, damit das da nicht so nackig aussieht, ist das perfekt. Und das ist für einen kleinen Geldbeutel, also nicht mal 10 Euro, ein sehr schönes Modell. Man hat da auf jeden Fall Spaß damit. Der Bauspaß ist vielleicht nur eine halbe oder dreiviertel Stunde lang, je nachdem, ob man sich Zeit lässt. Und sonst, es sieht auf jeden Fall nach was aus. Man erkennt, was es ist. Ich bin zufrieden.
Das ist wieder genau das, was blubbern kann. Kleine Modelle, aber da Liebe reinstecken. Weil auf den kleinen Modellen sind so ein paar Schwierigkeiten, die man vielleicht in der Passgenauigkeit der Steine hat, meistens nicht so gravierend wie auf einem großen Modell. Und dementsprechend hier Daumen hoch fürs Luban. Ich gebe für dieses Modell wieder eine uneingeschränkte Kaufempfehlung. Ich bin sehr zufrieden damit. Und ich wette mit euch, wenn ihr euch das kauft, seid ihr auch sehr zufrieden damit. Ihr könnt das natürlich gerne in der Beschreibung auschecken. Da ist wieder der Link zu Amazon. Wie gesagt, da kostet es so um den Daumen 10 Euro. Mal mehr, mal weniger. Das ist natürlich kein Schnäppchen für 194 Teile. Aber wenn man dafür ein vollwertiges Modell kriegt, dann ist das doch eigentlich in Ordnung. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Euer Krieg der Steine.